Cole Stevens war schon immer neugierig. Du bist ein Physikfan. Laser. Fantastische Dinger, diese Laser. Schon mal einen aus der Nähe gesehen? Aber nun gerät er in Gefahr. Er weiß zu viel. Die Regierung lässt neue Atomwaffen entwickeln. Ausgerechnet in seiner Heimatstadt. Oh mein Gott, wer weiß noch davon? Nur wir beide. Wir müssen etwas tun. Wir können da rein. Abendwegkorridor geben zur selben Zeit Alarm. Ist das die Möglichkeit? Er riskiert sein Leben. Ich glaube, mit niemandem. Er hat sie ganz allein gebaut. Er will die Menschheit dazu bringen, den Wahnsinn zu stoppen. Auch wenn er dazu selbst eine Bombe bauen muss. Du willst eine Story? Dann schreib eine über einen Jungen, der eine Atombombe baut. Gibst du ihnen, was sie wollen? Eine Erklärung. Eine Erklärung von wem? Von ihnen. Einen Report über das Labor. Was es ist, wo es ist, was dort entwickelt wird. Einfach alles. Hier ist Einheit 1. Das Paket ist eingetroffen. Und es ist heiß. Aber du erreichst nichts damit. Oh doch. Was? Abschreckung. Abschreckung? Ja, Sie wissen doch, wenn jede Seite davon überzeugt ist, dass die andere sie in die Luft jagen kann. Wenn wir sie in die Schusslinie kriegen, blasen wir den beiden das Licht aus. Das nennt man Abschreckungsgleichgewicht. Ja, ich weiß, wie man das nennt. Aber es funktioniert doch, oder? Wie meinst du das? Ich bin immer noch am Leben. Nein, nein, nein! Manhattan Project. Paul Stevens riskiert ein tödliches Spiel. It's a brilliant achievement. All right, set him up. Someplace quiet, away from prying eyes. What's happening? It's Paul. Hate to go in there, Charlie. They got stuff in there that zaps you right out. Give me a clear shot behind the ear and I'll turn him off like a switch.